In diesem Kapitel lernen Sie alles Wichtige zur Angebotsbearbeitung. Um unser Angebot zu bearbeiten, gehen wir zuerst in die Liste und dann mit Doppelklick auf unser Angebot, um es zu öffnen. Nun können wir es wieder bearbeiten. Wir vergrößern uns mal die Ansicht. So. Als ersten Schritt werden sogenannte Jobs angelegt. Jobs sind Kundenbeanstandungen bzw. Beauftragungen. Diese sind wichtig für die Rechnungsgliederung und erleichtern diverse Sonderabrechnungen. Wie legt man nun einen Job an? Dazu klicken wir in das Feld Beauftragung und geben die Jobbeschreibung an. In unserem Fall Unfallschaden instand setzen. Das Feld Beanstandung wird nur für die Garantie benötigt. Durch die Eingabe der Beauftragung wurde automatisch eine Jobnummer vergeben. Wir legen uns noch einen zweiten Job an, mit der Beauftragung B57A Überprüfung. Drücken Enter und bekommen die Jobnummer 2 zugewiesen. Anschließend erfassen wir Positionen über das Register Zeilen. Dies öffnen wir über den Dropdown-Button. Über die Spalte Art wird definiert, was eingegeben wird. Ein Artikel, Arbeitswert, Fremdleistung, Sachkonto oder eine Textzeile steht zur Auswahl. Wenn wir auf den Lookup-Pfeil klicken, können wir entscheiden, was wir nehmen. Wir entscheiden uns hier für einen Artikel. Als nächstes geben wir in der Spalte Nummer die Artikelnummer ein. Außerdem können Sie über den Lookup-Pfeil den Artikelstamm bzw. über den On-Assist-Button den Artikelmaster durchsuchen. Durch Enter wird der Artikel in den Beleg übernommen. Der Lagerbestand des Artikels wird dadurch aber noch nicht verändert. Über die Spalte Werkstatt Jobnummer wird nun der jeweilige Artikel zum zugehörigen Job zugeordnet. In unserem Fall gehört die Plakette zum zweiten Job. Sie können entweder über den Lookup-Pfeil den Job auswählen oder einfach die Nummer eingeben und Enter betätigen. Als nächstes wollen wir einen Arbeitswert eingeben. Gehen dazu in die zweite Zeile, wählen die Art Arbeitswert aus, geben die Nummer ein und drücken Enter. Es wurde der Arbeitswert übernommen inklusive Vorgabezeit. Auch das Feld Werkstatt Jobnummer wurde von der darüberliegenden Position übernommen. Nun geben wir eine Fremdleistung ein, da wir die Reparatur des Unfallschadens fremd vergeben mussten. Dazu wählen wir in der Spalte Art Fremdleistung aus. Da wir die Nummer nicht auswendig wissen, klicken wir auf den Lookup-Pfeil. In unserem Fall nehmen wir diverse Fremdleistungen. Mit einem Doppelklick wird diese in den Beleg übernommen. Wir müssen noch mit Enter bestätigen. Und danach die Beschreibung, Unfallschaden rechts vorne instand setzen, Menge ist okay, den Werkstattjob 1 auswählen und den VK-Preis auf 890 abändern. Somit haben wir unser Angebot fertig bearbeitet und können es über den Button drucken. Unser Angebot ausdrucken. In diesem Kapitel schauen wir uns die Werkstatt Auftragsbearbeitung näher an. Wir wollen nun aus unserem Angebot einen Auftrag erstellen. Dadurch gehen wir wieder unter Angebote, nehmen unser Angebot her und klicken auf Aktionen. Auftrag erstellen. Die erste Abfrage ist, ob wir uns sicher sind, ob wir aus dem Angebot einen Auftrag erstellen wollen. Hier klicken wir Ja. Soll eine neue Preiskalkulation durchgeführt werden? Nein, wir wollen unsere Preise aus dem Angebot übernehmen. Und hier können Sie entscheiden, ob das Angebot archiviert werden soll oder nicht. Wir wollen das Angebot archivieren. Nun haben wir unseren Werkstattauftrag offen. Wir vergrößern uns das Fenster noch
Als erstes korrigieren wir den Kilometerstand. Gehen in den Zähler und korrigiert. Als nächstes drucken wir den Werkstattauftrag aus mit dem Button am Werkstattauftrag. Wählen hier Seitenansicht aus. Diese wird ausgedruckt und dem Mechaniker übergeben. Der Mechaniker kann den Barcode scannen und seine Zeiten draufstempeln. In unserem Beispiel bekommt das Fahrzeug ein Negativgutachten. Deswegen löschen wir den Artikel Plakette mit einem Rechtsklick Zelle löschen ja aus dem Auftrag. Wir wollen aber das Negativgutachten auf dem Auftrag hinterlegen. Machen eine neue Zeile, wähle leer aus, um eine Textzeile hinzuzufügen. Beschreibung ist Negativgutachten und Beschreibung 2, Bremse vorne muss erneuert werden. Klicken auf Enter und müssen es noch dem richtigen Job zuweisen. Da der Kunde bereits ein langjähriger Kunde ist, erhält er auf die Unfallreparatur 10% Rabatt. Wir suchen uns hier die Spalte Zeilenrabatt raus. Hier ist sie. Und geben hier bei der Fremdleistung 10% ein. Der Auftrag kann nun noch mit der Rechnungsvorschau kontrolliert werden, bevor er abgerechnet wird. Dies erfolgt mittels Klick auf den Button Rechnungsvorschau. Danach eben auf Seitenansicht. Machen wir uns gleich groß. Passt der Betrag und die Rechnung, kann eine Rechnung erstellt werden. Wird im nächsten Kapitel gezeigt.